Schönen guten Tag YouTube, ich bin Markus Feld, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal und heute unterhalten wir uns über dieses kleine Spielzeug. Nee, ist kein Spielzeug, über dieses geile Gerät. Also unterhalten wir uns jetzt mal über die Sony RX0. Ich muss sagen, ich werde sie morgen zurückgeben mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weint einfach aus dem Grund, sie ist mega cool. Also ich habe sie wirklich zu lieben gelernt. Sie ist klein, sie ist handlich, sie ist intuitiv zu bedienen, gerade wenn man Sony-User ist. Klar, man könnte jetzt meckern, diese kleinen Tasten sind so schwierig zu bedienen. Nein, finde ich gar nicht. Ich fand sie wirklich gut zu bedienen. Klar, sie hat ein paar Vor- und Nachteile. Ich habe da schon ein Video zu gemacht gehabt. Verlinke ich euch wie immer da oben. Ich habe da keine weiteren Nachteile eigentlich gefunden, wie in dem Video da schon angekündigt. Für mich, warum mit einem weinen Auge, ganz klar. Sie ist klein, sie ist handlich, ich habe sie immer dabei. Ich habe ja immer hier mein Yobi-Pod dabei gehabt, da war sie drauf, immer schön so in der Innentasche dabei gehabt oder halt im Rucksack. Mega cool, schnell rausgeholt. Die Startzeit ist Oberhammer. Hier, sie ist jetzt gerade runtergefahren. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Kamera scharf gestellt, hoffentlich ja. Ich mache es jetzt mal an. Zack, da ist sie und man könnte jetzt direkt draufdrücken und loslegen. Und das ist halt wirklich eine mega geniale Startzeit. Beim Runterfahren wird zwar der Bildschirm auch gleich schwarz, sie braucht aber dann einen Moment länger runterzufahren. Aber wenn ich jetzt wieder draufdrücken würde, würde sie nicht gleich wieder hochfahren, weil sie noch nicht ganz runtergefahren ist. Das ist wirklich mega. Man kriegt einen super coolen Cage dazu, wo man zum Beispiel dann auch Filter draufsetzen kann vorne für die Kamera, um mehr einen cinematischen Look hinzukriegen und so weiter. Das ist also auch das, was es an Zubehör schon gibt, was ich jetzt nicht da hatte, aber was es schon alles gibt, ist auch wirklich einfach mega cool. Was mich wirklich stört, was mir fehlt, warum ich sie mir selber nicht holen würde, ist wirklich die Möglichkeit, 4K aufzunehmen und dann eventuell das Video kleiner zu croppen. Mir fehlt schon 4K, was das angeht. Gut, klar, jetzt YouTube, die Videos sind nur 2K, aber auch das kann sie nicht. Ist einfach eine Sache, die ich für die Zukunft schon gerne hätte. Sie kann es mit einem externen Rekorder, wobei der externe Rekorder dann auch wieder mindestens 1000 Euro kostet. Mit der Kamera von knapp 600 Euro wären das 1600 Euro. Kriege ich eine Kamera, die 4K kann, die alles kann, wo ein Bildschirm dran ist und so weiter und so fort. Deswegen darüber sich zu streiten oder darüber zu diskutieren, wäre schwachsinnig. Sie ist keine Action-Cam in diesem Sinne, weil sie halt zum Beispiel auch keine Stabilisierung hat. Man braucht eine externe Stabilisierung, dann ist sie mega mit einem externen Recorder, bla bla bla. Ich für mich habe entschieden, dass es für meine Vlogs über kurz oder lang, ich weiß noch nicht genau, wann ich da die finanziellen Möglichkeiten dazu habe, sehr wahrscheinlich die Sony RX100, mindestens Version 4. Am schönsten wäre natürlich die Version 5A, also VA. Das hat den Grund, sie hat den schnellen Prozessor und die Möglichkeiten der RX106 eingebaut in dem Inneren, aber das Objektiv der RX5. Wer sich darüber ein bisschen auseinandersetzen möchte, kann ich da was verlinken. Ich glaube, ich verlinke dazu mal ein Video von jemandem, der darüber schon mal einen Direktvergleich gemacht hat. Ist einfacher, weil ich habe beide Kameras nicht und das jetzt direkt zu vergleichen, wäre halt blöd. Was ich verglichen habe, ist die RX0 mit einer GoPro Hero 4. Und den einzigen Vorteil, wirklichen Vorteil, die Hero 4 im Gegensatz zu der RX0 hat, ist, sie kann 4K. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, ich fand das Bild nicht so geil wie mit ihr. Ich habe beides miteinander verglichen, habe wirklich beide draußen mal genutzt. Mikrofon kackt die GoPro komplett ab. Mikrofon bei der RX0 ist ein Mega-Mikrofon. Ich gehe heute Abend noch auf den Weihnachtsmarkt, wo ich sie mitnehmen werde. Das werdet ihr dann wahrscheinlich morgen in dem Video sehen. Und ich habe morgen Vormittag nochmal ein Shooting mit der wunderhübschen Stefanie von Germany's Next Topmodel letztes Jahr. Wunderschöne Frau, wir machen richtig geilen Scheiß. Unter anderem ein bisschen Fashion-Geschichten mit Jeans und cooles Beauty. Seht ihr dann morgen als Timelapse, denke ich mal. Und Samstag, ach, ihr werdet sehen. Also es kommt jetzt so peu à peu. Wie gesagt, also was mich stört ist, sie kann kein 4K und der hohe Anschaffungspreis einfach. Sie kostet 600 Euro. Wenn man jetzt mal guckt, so für 600 Euro kriegt man,
ich müsste jetzt nicht lügen, nee, stimmt gar nicht. Heute gab es, glaube ich, ja, heute gab es ein Angebot zum Beispiel bei Amazon, da hätte man die RX105 für 555 Euro bekommen. Das heißt, die kann mehr wie das Ding hier. Ist klar auch ein bisschen größer, aber gerade so für Vloggen halt ausgelegt mit dem unklappbaren Bildschirm, hat auch ein 24 bis 70 mm Objektiv dran, hat eine Blende von 1,8, diese hat eine Blende von 4. Jetzt gerade filme ich zum Beispiel mit einer Blende von 2. Ich habe einen 28 mm auf meiner Sony Alpha 7 R3 drauf und ich stehe einfach auf den Look von 24 mm. Was das angeht, ist das mega. Mir ist sie zu teuer und beziehungsweise für den Preis, den Sony aufruft, fehlen mir einfach ein paar Optionen. Wenn ich sie geschenkt bekommen würde, würde ich sie jederzeit nutzen, weil, wie gesagt, der Vorteil ist dieses kleine Handliche immer dabei und ich denke auch, dass Sony in der nächsten Variante, wenn sie noch weiter an diesem Gerät entwickeln, wahrscheinlich auch das 4K intern hinbekommen werden. Ich denke, dass es einfach nur ein Hitzeproblem sein wird. Das Gerät ist quasi hier, ich glaube, es ist ein Magnesium-Body, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann selber nicht genau sagen, wo Sony mit der RX0 hin möchte. Ich sehe in ihr ein kreatives Videowerkzeug. Definitiv. Für mich als nicht professionellen Videofilmer, der es halt hier und da mal für kleine Aufträge mitmacht und jetzt halt über YouTube macht, ist sie einfach zu teuer, beziehungsweise ich nutze zu wenig der Möglichkeiten, wofür sie wäre. Ich glaube, das ist das, was es am ehesten beschreibt. Ich würde ihr Potenzial nicht weit genug ausreizen. Und von daher, ich würde sie mir jederzeit wieder leihen, definitiv. Und möchte hier auch nochmal ganz, ganz klar dem Volker danken, der sie mir jetzt wirklich 3 Wochen geliehen hat. Wie gesagt, ich bringe sie dir morgen mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Und wenn ihr Fragen zur RX0 habt, dann stellt sie mir einfach. Wie gesagt, ich habe sie jetzt 3 Wochen auf Herz und Nieren getestet. Ich habe jede Menge Zeugs damit gemacht, bei eisiger Kälte draußen verwendet und so weiter und so fort. Habe sie hier drin im Studio genutzt. Mega viel mitgemacht. Fragt mich, wenn ich es euch beantworten kann, beantworte ich es euch auch sehr, sehr gerne. Wenn ich es nicht beantworten kann, dann versuche ich für euch die Antwort rauszufinden und euch dann ein Video zu verlinken, wo vielleicht die Antwort halt drin enthalten ist. Weil auch da habe ich mich, ich habe mich halt auch über YouTube viele Videos auch angeguckt, um zu gucken, haben die Leute, was sie negativ finden, recht. Und ich kann euch sagen, es gibt Sachen, wo sich Leute ja drüber pikiert haben, wo ich sagen muss, nee, das war für mich jetzt im Empfinden nicht so. Das war's dann für heute von dem Video. Wie gesagt, morgen gibt's ein bisschen Shooting-Kram wieder. Lasst mir gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Macht einen Daumen runter, wenn das Video nicht gefallen hat. Gebt mir einen Kommentar, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und wie immer, abonniert mich. Abonniert mich. Ihr könnt das da unten, da ist so ein Button, einfach draufklicken. Oder ganz unten und aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer Nachricht, sobald ein neues Video reinkommt. Für die, die in den nächsten Tagen nicht nochmal reinschauen, den wünsche ich jetzt schon ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns definitiv wieder hier auf meinem Kanal. Bye, bye!